Ja, hallo Freunde, willkommen zurück. Kawasaki ZX7R Instandhaltung. Heute widmen wir uns dem Thema Ölwechsel und wie schon bereits angesprochen, hier verbauen wir diese Buchse an der Druckstange, an der Kupplungsdruckstange, damit dieser Simmerring sich da nicht rausdrücken kann und sich das Öl dann somit auf dem Hinterrad verteilen kann. Ja, was brauchen wir dazu? Klar, wir haben hier mal einen Ölfilter, ein neuer Ölfilter. Wir haben hier natürlich frisches Öl. Ich habe gekauft hier diesen Simmerring, der benötigt wird. Ne? So sieht er aus. Den tausche ich aus. Also das ist dieser Simmerring an der Druckstange von der Kupplung. Ich hoffe, das sind die richtigen Maße. Die blende ich gleich ein. Ja, das wäre es eigentlich. So, was es noch geben wird, nettes Update in der Zukunft. Wir haben oder ich habe hier schön eine radiale Kupplungspumpe ergattern können und eine radiale Bremspumpe. Braucht man nicht unbedingt, aber ja, so ein bisschen basteln macht ja auch Spaß und tatsächlich bringt das auch was. Das heißt, bei der radialen Bremspumpe mit 19 mm Kolben Durchmesser erhoffe ich mir tatsächlich einen etwas besseren Druckpunkt, also nicht so matschig, wie das Ganze jetzt ist. Und natürlich auch eine vielleicht etwas bessere Dosierbarkeit und dadurch auch eine geringere Handkraft beim Bremsen. Das macht durchaus Sinn. Und ähnlich verhält es sich jetzt hier bei der Kupplungspumpe. 16 mm Kolbendurchmesser. Da erhoffe ich mir auch, dass vielleicht etwas weniger Handkraft wir haben werden im Vergleich zur Serienpumpe und ja, vielleicht auch die Dosierbarkeit. Mal gucken. So, das Einzige, was mir jetzt hier noch fehlt, wir haben ja einen Bremslichtschalter vorne rechts, an der Bremse und einen Kupplungsschalter an der Kupplung. Ich muss noch bestellen, hier sind jetzt keine elektronischen Schalter dran, ne? Das heißt, hier muss ich arbeiten mit hydraulischen Schaltern, die kommen quasi zwischen die Bremsleitung sozusagen und wenn sich dann Druck aufbaut im System, dann löst dieser Schalter eben aus. Ne? Das heißt, das habe ich noch nicht, wird vielleicht ein separater Teil, bin gespannt. Also neben vielleicht etwas Performance sieht das auch einfach geil aus, ne? Schön so gefräste Armaturen. Das ist hier von Breaking sind die Sachen, beziehungsweise Moto Extreme, aber das müsste baugleich sein mit Breaking. Werden auch als Breaking Moto Extreme Pumpen oder so im Netz angeboten. Gut, ja, das heißt jetzt im ersten Schritt, was machen wir? Wir lassen das Öl ab und dafür habe ich die vorhin schon ein paar Minuten warm laufen lassen. Macht Sinn, dass das Öl einfach etwas flüssiger wird, wenn es warm wird und so besser ablaufen kann. Und wir bocken die jetzt auch, beziehungsweise pumpen die ein bisschen hoch. Dann zeige ich euch, wo die Ölablassschraube ist und lassen die das alte Öl ab. Dann bauen wir im zweiten Schritt hier den Kupplungsnehmerzylinder da unten ab und gucken uns an, wie diese Buchse da platziert werden kann, wo dieser Simmerring sitzt, tauschen den Simmerring aus, dann die Buchse, setzen das Ganze wieder ein, frisches Öl rein und dann sollten wir eigentlich fertig sein. Ne? Das heißt, wie gehabt, ich hole euch etwas näher ran und dann geht's los. So, los geht es mit dem Ablassen des alten Öls. Eigentlich gibt es hier gar nicht viel zu erwähnen. Hier unten sitzt die Ölablassschraube. Wir brauchen natürlich ein geeignetes Auffanggefäß für das Altöl. Wichtig ist, wenn ihr das Öl auch irgendwie bei so einem Polo oder Louis oder so gekauft habt, könnt ihr auch das Öl eigentlich kostenlos, das alte Öl kostenlos wieder entsorgen. Ich glaube, da braucht ihr nur die Quittung für. Aber auch der Entsorger hier, abhängig vom
Aber der regionale Entsorger, der kann tatsächlich auch Altöl entgegennehmen. So, das heißt, wir öffnen jetzt hier die Ablassschraube. So, das alte Öl kann abfließen. Sieht auch gar nicht so schlecht aus, das Öl. Aber gut, das ist auch noch gar nicht alt. Ne? Das hat jetzt vielleicht wie viel gelaufen? Ja, keine Ahnung, 6000 Kilometer oder so habe ich ja bis jetzt erst gemacht. Ja, muss ich eigentlich auch nicht zwingend machen, aber da ich jetzt auch hier dran will und zur Not vielleicht noch die andere Seite öffnen, habe ich mir gedacht, machst du das einfach mit. So, im nächsten Schritt geht es an den Ölfilter. Der sitzt, ich hoffe, man kann das sehen, hier vorne. Also quasi direkt hier über dem Krümmer. Ich nehme immer noch so ein Stück Folie oder was auch immer, damit, wenn ich jetzt gleich den Ölfilter abschraube, der ganze Rotz mir nicht auf den Krümmer läuft. Ich meine, kann man auch sauber machen, aber so kann das Öl direkt hier ablaufen und die Krümmer bleiben davon verschont. So, wo ist denn mein Ölschlüsselschlüssel? Also für den Ölfilter habe ich hier so einen Ölfilterschlüssel, das heißt wie so eine Schlinge, der kommt da drum und dann kann ich damit den Ölfilter lösen, ne? Oder öffnen. So. Manche Ölfilter haben vorne auch so eine Nussaufnahme, aber hier meiner nicht. Das heißt, wir machen das mit meinem Schlüssel. So, und jetzt sollten wir den genau lösen können. Wunderbar. Dadurch, dass ich den ja beim letzten Mal auch gewechselt habe oder dran gemacht habe, seht ihr, der ist nicht richtig fest. Das heißt, das erleichtert die Arbeit ungemein, wenn man den nicht allzu fest knallt. Ne? Der muss nicht so fest. So. Okay. So, Schlüssel kann weg. Und jetzt können wir den mit der Hand rausschrauben. Na, seht ihr, und jetzt läuft das Öl schön an meinem vorgefertigten Ablass ab. Ölfilter ist ab und es kann jetzt alles schön in die Wanne ablaufen. Kann man es sehen, hoffentlich. Ja, oder auch nicht. So, wunderbar. So, es kommt jetzt kaum noch was raus, das heißt, wir nehmen jetzt hier unseren neuen Ölfilter. Als erstes machen wir hier, also das ist jetzt hier mein frisches Öl schon, habe ich jetzt schon eingefüllt in den Messbecher. Und jetzt machen wir einfach mit dem Finger hier ein bisschen Öl drauf auf den O-Ring. Ja, das reicht eigentlich schon. So, und jetzt können wir den neuen Ölfilter schon dran schrauben. So, erstmal Hand fest. Jetzt kann die Wanne weg. So, okay. Also der Ölfilter, den mache ich jetzt Hand fest. So fest, wie ich mit der Hand kann. So. Jetzt mache ich das so. Ihr solltet das so machen, wie es im Handbuch steht. Aber ich mache das jetzt so, dass ich quasi
handfest mache. Und dann gebe ich ihm noch zwei Umdrehungen, also so wie ich jetzt hier kann, mit dem Schlüssel. So, und das sollte passen. Wunderbar. Sauber machen. Wunderbar. Perfekt, neuer Ölfilter ist verbaut. Jetzt geht es an die an den Kupplungsnehmer. So, wir schrauben jetzt hier wieder den Kupplungsnehmer ab. So, genau, er sollte jetzt nicht so schwer abgehen wie beim allerersten Mal, genau, so sieht das Ganze aus. Wichtig hier wieder, falls der Kolben rauskommen sollte, ein Kabelbinder drum machen, dass der auch in seiner Position bleibt. Der wird nämlich schrittweise rausgedrückt, das kann man halt sehen, ne? Man sieht es, der kommt jetzt raus langsam. Das heißt, da reicht es eigentlich, den temporär zu sichern. Dann bleibt er auch an seiner Position. Na komm schon. Na, so sollte das eigentlich ausreichen. Dann kann er nicht weiter rausgedrückt werden. Und das passt erstmal. So, ich zoome mal ein bisschen näher ran. Jetzt nehmen wir ab die Abdeckung. Ich glaube, das Ganze muss mit der Ritzelabdeckung, ich weiß es nicht mehr. Mache ich die Ritzelabdeckung mit ab. Kann man noch ein bisschen sauber machen darunter. Na, so schlimm sieht das nicht aus, aber da sammelt sich halt immer so ein bisschen Schmer, kann man gleich wegmachen, wenn man nicht schon mal dran ist. So, und jetzt machen wir hier die Halterung sozusagen vom Kupplungsnehmer ab. Und darunter müsste sich dann der Simmerring befinden. Ah ja, genau. Gut, da sitzt jetzt auch der Simmerring. Ich zeige euch das Ganze mal. So, ne? Das ist jetzt die Kupplungsdruckstange. Und da hinten sitzt der Simmerring. Die Kupplungsdruckstange ziehen wir jetzt mal raus. Okay, die sieht ganz gut aus, ist nicht eingelaufen oder so, ja, ein bisschen Schmer dran, aber ja, so, vielleicht sieht man es jetzt besser, ja, das ist jetzt der Simmerring da hinten und tatsächlich, der sieht ja nicht mehr so super aus, den tauschen wir aus. Vielleicht jetzt noch mal kurz zu der Buchse. Also so sitzt das Ganze ja. Warte mal. Genau, so, ne? So sitzt das Ganze ja drauf, standardmäßig. So. Und die Buchse, die kommt jetzt tatsächlich dahinter. Und wie kommt sie dahinter? So. Wenn man sich das so jetzt anguckt, wollen wir ja, dass diese Buchse den Simmerring abstützt. Das heißt, die muss
mit der breiten Seite auf den Simmering drücken, das heißt auf die Außenwand oder Kante des Simmerings. Und die wird jetzt so eingesetzt. Hier kommt sie rein, natürlich dann komplett durch. Und dadurch, dass sie dann hier drin sitzt, drückt sie dann auf den Simmering drauf und der kann tatsächlich dann gar nicht mehr raus. Ne? Das heißt, so wird das Ganze gleich verbaut. Aber jetzt holen wir als erstes mal den Simmering raus. So, dafür nehme ich jetzt einfach einen Schlitz und hoffe, dass ich den so rausdrücken kann. So. Ja, den habe ich jetzt natürlich zerstört beim Ausbau, aber so sieht das Ganze aus. Das ist halt, ach komm schon, ne, das ist der Simmering, der ist relativ dick und den habe ich jetzt zerstört, aber gut. Wichtig ist hier, dass die Stange da durchpasst. Ne? Also das ist alles in Ordnung und vom Sitz her, von der Größe her, passt der eigentlich auch ganz gut da rein. Okay, mal ein bisschen sauber da drin. Jetzt nehmen wir den neuen Simmering, ölen den wieder ein bisschen am Rand ein mit normalem Öl. Ne? Das reicht eigentlich schon und setzen den jetzt ein. So. So, jetzt nimmt man sich eine passende Nuss, die genau quasi auf den Außenring des Simmerings passt. Das ist jetzt hier meine 13er auf eine Verlängerung. So. Und jetzt kann ich den so entsprechend vorsichtig eintreiben, genau, bis er dann halt komplett in seinem Sitz bündig ist. Ne? Und hier aufpassen, dass man den nicht verkantet, dann wirklich vorsichtig. So, das sieht ganz gut aus. Der sitzt schön bündig. Genau. Die passt auch wunderbar durch. Prima. Okay, das heißt, wir montieren jetzt wieder in der umgekehrten Reihenfolge die Kupplungsstange. Wieder leicht einölen. Wunderbar. Da kommt dann wieder die ursprüngliche Buchse drauf, die vorher schon drauf war. Ja, und jetzt habe ich hier die Buchse bereits komplett bündig eingetrieben. So sieht das Ganze von innen aus. Das kommt jetzt oben drüber und die stützt jetzt tatsächlich diesen Simmering ab. Ne? So. Wunderbar, so sieht das Ganze aus, passt. Zuerst die Abdeckung. Haben wir noch alles fest. Kontrolle. Fertig. Wunderbar.
So, jetzt geht's weiter. Jetzt kippen wir frisches Öl ein, 3,1 Liter mit Ölfilterwechsel und natürlich vorher die Ölablassschraube sichern, sowie natürlich den Ölfilter, aber das habe ich jetzt schon gemacht. Das heißt jetzt 3,1 Liter. Ja, 1 Liter. So, jetzt lassen wir die einmal kurz laufen, kontrollieren am Auge, ob genug drin ist, und dann war es das. So, Freunde, das war's für heute. Das bedeutet, wir haben einen Standard-Ölwechsel gemacht mit Ölfilter, Altöl abgelassen. Und ja, neues Öl dann am Ende eingefüllt, und dazwischen haben wir noch hier diese Buchse eingebaut, die den Simmering abstützt vom von der Druckstange, vom Kupplungsdruckstange, ne? Das heißt, ihr habt gesehen, da ist der alte Simmering, und dieser kann sich tatsächlich lösen und tatsächlich dann aus dem Sitz wandern, und somit verteilt sich das ganze Öl, was dann austritt, hier auf dem Hinterrad, und ist sehr gefährlich. Durch den Einbau dieser Buchse, die wir da jetzt haben, wird der Simmering quasi abgestützt, und der kann tatsächlich nirgendwo hin. Das heißt, also A, dass ich den jetzt neu gemacht habe, habt ihr gesehen, der alte, der sah nicht mehr so frisch aus. Wahrscheinlich wäre der auch nie rausgekommen, weil er saß echt ordentlich drin. Aber naja, jetzt ist das Ganze neu, ist ja auch eine Kopfsache, wenn ich weiß, dass da sowas ist. Ja, ist ja immer so ein Thema. Jetzt weiß ich, dass das Ganze vernünftig ist und dass auch jetzt nichts mehr passieren kann. Ne? So, ja, das für heute. Das heißt, falls ihr Fragen haben solltet, dann in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich natürlich über einen Like freuen, und ja, bis demnächst. Dankeschön und ciao.